OMG, ist das geil. Das gibt's nicht. Aber erstmal. Hi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist einfach so geil, aber fang mal wie immer mit den Baumstämmen. Ich muss extra dunkler machen. Und Sie haben im Titelbild gesehen, diese grüne Streifen, das war die Sonne, die irgendwie so Sachen projiziert, dafür alles andere dunkel macht. Ich hoffe, man konnte trotzdem alles gut erkennen und die Sonne knallt echt wie. Ey, das gibt's nicht. Die Sonne ist schon echt ziemlich extrem gerade. Dafür ist die Blume wieder zusammengegangen. Sollte die eigentlich nicht, die sollte eigentlich so bleiben. Aber wie soll sowas auch halten können? Aber erstmal eins nach anderen. Wie immer als erstes, was haben wir hier alles? Wir haben hier von Lego Disney den Stitch in Groß. Den habe ich mir am 1.3. geholt und angefangen zu bauen, bevor ich noch krank war. War keine gute Idee. Irgendwas ist mir gerade noch. Da ist es. Hab's noch gerade so gefunden. Achso, ich hätte noch ein bisschen mit dem Karton gekämpft, weil da einfach ein paar Sachen nicht reingepasst haben. Ich hatte nämlich zu viel drinnen, zu viel auf einmal, weil es einfach so viele gute Angebote gab. Das hat dazu geführt, dass ich einfach, ja, grob geworden bin und einfach alles zusammengeprügelt habe und jetzt ist der Karton kaputt. Das war ich, weil sonst einfach alles rausgefallen wäre und das wäre gar nicht gut. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich hätte gerade eben erst ein Fenster hinter mir, aber es hat scheinbar nichts gebracht. Aber mir geht's schon besser. Aber irgendwie noch nicht ganz. Ist wieder aber auch nicht ganz weg irgendwie. Obwohl schon so viel besser geworden ist jetzt. Aber egal. Erstmal, wie immer die Bauabschnitte, also Bauerfahrung, wie es ganz so war, weil ich das Ganze als erst getan habe. Und ich finde es gehört wieder zu. Also, auf keinen Fall sollte man so wie ich krank anfangen, das zusammenzubauen. Denn, na, also. Aber es ist ein Stitch. Na, da werde ich halt eben ein bisschen, ja, da vergesse ich immer die Welt um mich rum und darum, ja, schwierig. Denn es ist ein Stitchy. Und, also, alle Bautechniken, ach, Mann, nochmal, alle Bauabschnitte sind, also alles war in so Plastikfolien zum Glück. Denn die Papierdinger mag ich überhaupt nicht. Die mögen einige nicht, aber die Umwelt ist mir auch sowieso egal. Es ist eh aus Plastik. Also was soll der Quatsch mit Papierverpackungen da? Das macht doch keinen Sinn. Dadurch wird es doch nicht umweltfreundlicher, oder? Das ist ja einfach absoluter Blödsinn, was da so alles. Aber egal. Naja, für die Klimaaktivisten, wir kleben uns auf die Straße, damit alles. Ja, Schmarrn. Egal. Das sind so Radikalisten, kein Aktivisten. Das sind, ja, Aktivisten, Radikalisten. Das ist beides gleiche. Die können alle zu Hamas. Die sind alle so. Naja, egal, weiter. Das sind alles Terrororganisationen. Also, ob das jetzt für die Umwelt ist oder für irgendwas, das sind alles Terrororganisationen. Die haben alle nichts Gutes vor. Die reden zwar gut, aber haben nichts Gutes vor. Ja. Darum machen die auch nichts Gutes. Ganz klare Sache. Aber erstmal hierzu. Der Bau dieses Sets, will ich sagen, ist etwas anspruchsvoller. Nicht für Fortgeschrittene. Weil man da nicht selber mitdenken muss. Zum Glück ist immer noch schön einfach geblieben. Wäre es jetzt für Fortgeschrittene, ich hätte es niemals gebaut. Auf keinen Fall. Denn ich will schon einfache Sachen haben und gut erklärt. Denn wozu sind Anleitungen da, um es zu klären oder nicht?
Da will ich nicht so wie Herr der Steine so anspruchsvolle Sachen haben. Das ist Quatsch. Das macht keinen Sinn. Dafür sind Anleitungen einfach nicht gemacht. Finde ich. Dann kann ich es auch gleich lassen und ohne Anleitung machen, wie ich meine. Aber hier zum Glück war es ganz einfach. Nur die Bautechniken sind etwas anspruchsvoller und meine Stimme ist immer noch nicht ganz zurück irgendwie. Die lässt immer die ganze Zeit nach. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Ja, es geht. Also wenn man wirklich Zeit mitbringt und sich auch wirklich konzentriert und langsam sich dran setzt und das Ganze da in Ruhe aufzieht und nicht so hektisch wie ich, dann macht man doch keine Fehler. Aber sonst ist es halt eben sehr, sehr fehleranfällig, oder wie es heißt, wenn man versucht, das Ganze dann möglichst schnell hochzubekommen. Das ist keine gute Idee. Da soll man sich echt Zeit für nehmen und langsam damit machen. Das habe ich aber natürlich nicht gemacht. Darum habe ich ständig Fehler reingemacht. Aber jetzt wieder alles gut. Es geht aber trotzdem ein paar Sachen zu meckern. Obwohl es eigentlich so perfekt ist. Und ich hatte ursprünglich vor, noch diese 30 Euro Ukulele dafür zu kaufen, weil ich wollte, dass der Stitch die Ukulele noch dazu in der Hand hält. Aber das Problem daran ist, erstens hat unser Stitchy schon Eis. Zweitens kann man den sowieso nicht so bewegen. Liegt an, wir sind immer noch bei die Bauerfahrung. Liegt an die Bautechniken. Die sind auch sehr abwechslungsreich. Die eine Seite wird so gebaut, die andere Seite so. Die Arme zum Beispiel kann man nicht bewegen, auch wenn es so aussieht. Das ist nur ein Ball Joints irgendwie dran befestigt und Bella. Jetzt damit auch die Stütze wiederum ab. Aber wenn es mir nichts ausmacht, dass es einfach mal so liegt. Also geplant war es jetzt nicht so, dass es da einfach mal so ganz abfällt, aber es ging einfach nicht besser. Fehlt da noch was? Ich muss mir mal ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur. Diesen Arm da abnehmen, mehr nicht. Da ist immer noch was. Da hängt immer noch was drinnen. Das soll es natürlich nicht tun, aber es tut's. Die Ball Joints sind echt sehr, 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 sehr fest. Zu fest, sagen wir es mal so. Das müsste doch eigentlich rein theoretisch falsch sein, oder? Eigentlich gehört ja das da, oder nicht? Nein, so rum gehört es genau. Ich habe mir natürlich aber auch nicht gemerkt, wie rum das überhaupt gehört, denn wie soll ich das auch tun? Das geht ja nicht, ne? Darum weiß ich gerade im Moment überhaupt nicht, was ich da tue. Ich weiß nur noch so ungefähr zum Beispiel, dass das nach da außen irgendwie gehört. Vielleicht so ganz nach oben, oder? Kann es sein? Und das dann da so, oder? Also passen würde es schon mal. Das
so und ich weiß nicht. Also nochmal, ist es nur ein so Balljoints irgendwie so befestigt und da kann man auch so die Zahnräder sehen, für wenn man den Kopf dreht. Also ich könnte es sehen. Ah, ein bisschen von so die dunkelgrauen da. Vielleicht kann man die jetzt ein bisschen sehen. Nein, das Licht wird schon wieder dunkler. Jetzt kann man ein bisschen Zahnräder sehen. Na, das wird nichts. Versuche es jetzt mal wieder dran zu machen. Die Blume fällt immer ab. Die hält gar nicht. Überhaupt nicht. Also wissen wir schon mal, diesen Arm dürfen wir niemals abmachen, weil er einfach zu fest sitzt. Viel zu fest. Zu arg fest einfach nur, das macht keinen Spaß. Also den linken Arm, wo es sich drauf stützt, niemals abmachen. Ist richtig Blume wieder nicht mehr richtig rum drauf montiert. Egal, mir ging es ja um den rechten Arm, den kann man ganz einfach abmachen. Wo es jetzt gerade sein Eis drin hat. Das ist einfach nur seitlich festgenobbt, mehr nicht. Das ist echt alles. Aber ich sag, jede Seite ist einfach anders. Abschnitt 1 ist der Torso, aber Abschnitt 2 sind die Arme, ne, blödsinn, die Beine, glaube ich, waren es. Abschnitt 3 waren die Arme. Abschnitt 4 war der Kopf, Abschnitt 5 war auch der Kopf, Abschnitt 6 war, glaube ich, auch der Kopf oder die Ohren, ich weiß nicht mehr, nein. Abschnitt 7 sind die Ohren und, ach, egal, ich krieg die Zahlen nicht mehr zusammen. Nein, Abschnitt 1 war der Torso, Abschnitt 2 auch ein bisschen, warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir uns mal die Anleitung zusammen hier sein Eis verloren. Egal. Es geht auch ohne Eis. Er legt hier eh nie dran. So gesehen passt das Ganze auch wiederum. Die Anleitung davon. Ach so, auf dem Karton ist übrigens. Fälschlicherweise obendrauf. Diese 1 zu 1 Abbildung drauf. Das ist ein Aufkleber auf so ein Slope vom Arm da. Von diesem Ärmel da. Warum dein Aufkleber abgebildet ist, würde ich auch gern wissen. Denn die Slopes gibt's gar nicht so gedruckt. Das sind alles Aufkleber. Die sollen wir überall auf diese beiden orangefarbenen Flächen drauf tun. Ja, weil. Aber ich zeige euch mal, wie die Anleitung das so macht. Also. Erst ist es ganz einfach. Erst baut man nur so einen Turm und dann wird einfach nur drumherum gesnottet. Das ist erstmal alles ganz einfach. Und dann hat man so eine Wand irgendwann mal gebaut und dann kommt da so ein, kommt da eben der Torso drauf, also der Rücken genauer gesagt war das. Weiß ich euch im Community-Tab gepostet habe. Und ich will mich schon beschweren, dass da in diesen Teilen keine Barren oder Fliesen oder irgendwas reinkommen. Aber doch, da kommen ja so die 1x2 Platten rein. Also kommt da doch was rein. Immerhin.
Und da wird fleißig beklebt. Hier sollen wir kleben. Wo wird es hier auch angezeigt? Da. Hier sollen wir kleben, ganz, ganz viel. Dann wird noch der untere Teil davon gebaut, also. Nein, das ist der Kopf schon, genau, das ist der Kopf. Der ist ziemlich blockig. Nur am Ende wird das Ganze mit so Slopes abgerundet, so dass er eben so schön kugelig ist, wie es auch gehört. Und es sieht jetzt erstmal so aus, als könnte man einiges daran bewegen. Jo. Daraus. Also bewegen kann man da schon ein bisschen was. Den Kopf kann man drehen. Der wird mit so Zahnrädern auf so blauen Achspins seitlich festgehalten, damit es ein bisschen mehr Widerstand hat. Aber den kann man schon drehen. Die Ohren kann man bewegen. Und witzigerweise, die Balljoints von Ohren sind irgendwie in richtigen Farbe eingefärbt. Schaffe ich das mal, so ein Ohr abzumachen? Ach, ich mach's nur mit diesem Ohr, weil es da mehr zu sagen gibt, oder? Ja, da gibt's mehr zu sagen. Bei diesem Ohr zum Beispiel ist es so, diese Clips, diese Balljoints, die sind extra dafür eingefärbt. Nur die Konnektoren davon sind immer noch dunkelgrau. Naja. Und dieses Teil kann ich davor auch noch überhaupt nicht. Dieses. Aber es kann schon gut sein, dass es länger schon gab. Bei Classic oder so. Aber mir ist dieses Teil einfach neu. Aber es ist auch irgendwie logisch. Irgendwie muss ich ja diese Franzig-Optik ja auch ergeben, ne? Klare Sache. Und. Also das Ganze ist auch ganz einfach gebaut. Es sind nur so Slopes auf so Wedge-Plates, die irgendwie so da dran gemacht werden. Da auch. Es sind einfach nur Slopes auf diese Wedge-Plates. Darum sieht es auch so komisch aus. Aber es gehört auch so. Und die Ohren sind auch total unterschiedlich gebaut. Da wo es fransige ist, da ist zum Beispiel kein Slope drunter. Und da, wo das eher so glatt ist, da ist ein Slope mit runter. Diesen Slope gibt es auch in diesem Dunkelblau nur einmal. Extra dafür. Und, achso, ja, so sieht der Hinterkopf davon dann aus. Nicht ganz perfekt, der schaut durch eine Menge Türkis durch. Ach, kann man mal zu den Teilen. Vielleicht schafft es jetzt wieder sein Eis zu halten. Ich weiß auch nicht, wie er sein Eis halten soll, wenn er da so eine imitierte gewölbte Fliese drin hat. Und dadurch, ja, ist ja auch ein bisschen schwierig, wieder gegen diese Rundung anzukämpfen. Aber wie das Eis gebaut ist, könnt ihr euch hier, denke ich mal, gut vorstellen. Das ist so eine lange gelbe Achse einfach drin, die geht so irgendwie durch und dann mit ein paar Runden, mit einer Runde 2x2 Platte wird das Ganze dann da so auf Kurs ein bisschen gehalten und ja, da passiert nichts Großartiges. Das Einzige, was großartig passieren könnte, ist der Kopf, wie der gebaut ist. Das, Moment. Ich mache gerade mal so ein Auge ab. Das sind diese Slopes, die haben zwar eine gefüllte Noppe oben drauf, aber da unten drunter im Jahr sind halt eben so Bricks. Da kommen aber keine Bricks drunter, sondern so unterschiedlich eingefärbte Platten einfach, weil sonst kannst du dann so seitlich da drauf genoppt. Kann man es überhaupt sehen, da dieses? Ich hoffe es mal.
Und die Slopes müssen da dran, damit die Ohren noch so ein bisschen ein was zum Einrasten haben. Also damit die halt eben so ein bisschen so einen Stopp haben, damit man die nicht ganz nach vorne drehen kann. Denn die darf man nicht nach vorne drehen können. Warum auch immer. Oder es soll irgendwas generieren, ich weiß doch auch nicht. Aber da finde ich es echt schön, wie die es geschafft haben, die Frisur noch so ein bisschen nachzubilden. Dieses bisschen Strubbelige da. Ja. Sonst noch was? Ja, diese Schweinsnase da, zwillt eben so auf so Pneumatikkonnektoren zweimal seitlich so drauf geklipst. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht mehr, ob Stitch wirklich so eine Nase hat oder. Egal. Ach so, das kann man noch drin bewegen, die Finger kann man bewegen und das ist alles. Die Arme kann man nicht bewegen, die Beine auch nicht, obwohl die an so Rastergelenken festgemacht sind. Die kann man trotzdem nicht bewegen. Die wollen sich schon wieder zerlegen. Die sind an so Rastergelenken dran gemacht, aber die kann man trotzdem nicht bewegen. Auch nicht nach vorne und nach hinten, das geht gar nicht. Die sind halt eben überall so sehr geslopt, dass es da einfach keine Möglichkeit gibt, da was zu bewegen. Keine eine Rasterstellung kann bewegen, nix. Jetzt will es gar nicht mehr dran. Also kein Raster nach außen und nach innen kann man es bewegen, überhaupt nicht. Und die Füße sind doch eckig und nicht rund. Das Einzige, was da rund ist, ist die sind neben diese Zehen dieser Ballen da, diese 3x3 Fliese rund. Der ganze Rest ist eckig. Also, ja. Achso, noch diese wunderbaren 3x3 Slopes, die ja, sind einfach so übergebliebene Teile. Muss ich euch alle zeigen. Damit ihr mich besser verstehen könnt, was ich mit anspruchsvoll meine. Immer noch was drin. Also, da fehlt aber immer noch was, ne? Was ist denn das? Das wichtigste Teil fehlt gerade. Das sollte eigentlich auch irgendwo noch sein. Das wichtigste Teil. Ja, egal, erstmal geht es einfach nur darum, die verschiedenen Farben auseinander zu halten. Zum Beispiel blau und türkis oder hellblau, was das ist. Dass man die nicht miteinander vermischt, ich meine verwechselt, denn sonst, ja, ist ein bisschen schwierig. Sonst noch was? Das wichtigste Teil fehlt mir gerade. Liegt es noch unten? Egal, da war auf alle Fälle so eine pinke Akkstopperscheibe irgendwie mit drin. Ich zeig's euch mal, wo es verbaut ist. Ich finde es gerade nicht mehr.
Da ist es. Da haben die es ernsthaft für nötig gehalten, extra für dieses Set eine Aktstopperscheibe pink einzufärben. Warum auch immer. Ich meine, ich finde es schön, aber warum? Warum nicht sich ein Gelb genommen oder ein Hellgrau? In die Farben, die schon ihr haben. Außerdem hätte es auch super für die gelbe Achse da gepasst. Aber naja, die haben sich halt mal dazu entschieden. Ich finde das Teil aber auch gerade gar nicht mehr. Das ist irgendwie. Naja, es ist für immer weg. Da kann man jetzt auch nichts machen. Achso, zum Beispiel die. Das Maul vom Stitch kann man auch nicht offen zumachen. Das ist irgendwie an so Slopes festgemacht. Darum geht es gar nicht weiter auf und es geht auch gar nicht ganz zu, weil da innen drin auch diese Slopes sind. Das bleibt so. Also alles, was man dran bewegen kann, ist der Kopf und die Ohren und die Finger. Alles andere bleibt so, wie es ist. Eine Blume kann man noch rumstellen. Die wird mit so einmal zwei Platten mit Clips an der Seite durchsichtig klar irgendwie zusammengehalten. Es hält ja sowieso nie. Kann ich es euch mal so zeigen. Das Ganze wird ja so irgendwie immer in die eine Richtung so und ja. Das habe ich ja schon alles vorbereitet, ne? Aber dann, Moment. Da bist du. Ach so, auch, was ich auch lustig finde, ist, weil beim Stitch halt eben sehr viel Türkis mit dabei ist, gibt es jetzt auch einen Türkisen, nein, ist hellblau. Aber trotzdem, da gibt es einen türkisen Teiletrenner. Ich finde, es passt perfekt. Zum Set dazu, weil auch eine Menge ähnliche Farben mit dabei ist. Und sonst, ja, auch nichts Besonderes. Ja, das ist eigentlich alles. Suche ich immer noch diesen pinken Akstopper, die pinke Akstopperscheibe da. Die ist immer noch weg. Ja. Morgen hatte ich eigentlich vorgehabt, den Fort Anglia mit euch aufzubauen, aber dann habe ich halt eben, dadurch, dass ich krank geworden bin, hat Schicksal mir doch noch die Chance gegeben, doch noch diesen kleinen da zu finden, den wir morgen zusammen aufbauen. Den soll der dann morgen auch im Titelbild in der Hand halten, wenn es geht. Mal schauen, wie weit es geht. Da ist sogar eine. Bis dahin erstmal. Schreibt mal, kommentiert ruhig mal unter das Video drunter, wie ihr das Video fandet und ja, ein bisschen wird zu langwierig, ne? Ach, da ist die pinke Akkuschupperscheibe. Ich glaub's nicht. Da ist die. Ich glaube, ich muss mit einer anderen Hand zeigen. Eine pinke Akkstoppescheibe. Ernsthaft. Wozu auch immer. Aber die ist mit dabei. Die wird auch nur einmal verbaut. Leider. Schade, aber ist so. Eine pinke Akkstoppescheibe. Wie geil. So ist halt ja auch noch nie, dass sie extra für dieses Set das extra eingefärbt haben. Aber ja. Obwohl die auch nur einmal drin vorkommen, Gelb hätte es auch ausgereicht, aber nö. Die haben es Originalfarbe gemacht, scheinbar oder so, ich weiß doch auch nicht. Auf alle Fälle, morgen bauen wir den kleinen Stitcher auf dem Brikett. Den gibt es jetzt endlich wieder. Der war schon die ganze Zeit vergriffen. Bis morgen dann. Ciao.